Hallo Leute, ciao von André Unger. Gold. Erstmal Entschuldigung für mein Gesicht. Es war noch nie wie George Clooney, aber heute ist es noch schlimmer, weil ich erkältet bin und das hilft natürlich nicht. Aber okay, ich versuche trotzdem dieses Video zu drehen und wollte genau über Gold reden. Gold ist oft in den Videos besprochen wegen Long-Term Investing, also es interessiert Gold, in Gold zu investieren und wie und ob man das machen muss und so weiter. Okay, und das ist natürlich in jedem Fall interessant, aber da kommt auch die Frage, kann man auch mit Gold handeln, traden, also kurzfristig? Und die Antwort ist natürlich ja. Ich handle Gold auf Gold Futures. Man kann auch Spot, Kassa oder CFDs. Es gibt andere Möglichkeiten, aber generell nutze ich Gold auf Futures. Wie funktioniert das aber und welche Ansätze funktionieren in Gold? Und ist Gold heute immer noch so, wie es seit 2, 5 oder 10 Jahren war? Das will ich dir gerade zeigen in meinem Computer direkt. Also erstens, das ist keine Strategie, das ist eine Analyse, die ich normalerweise auf alle Futures mache. Das ist eine Tagescharte und das ist das Skript, was ich nutze. Man kann es mit oder ohne Set Exit und Close nutzen. Das heißt, kaufe heute an Hoch von gestern ein Breakout oder verkaufe Short heute am Tief von gestern und dann schließe Ende des Tages. Oder bleibe drin, bis, wenn man das wegsieht, bis die Position umgedreht wird. Dieses einfache Skript ist kein System, ist nur ein Test. Das ist zu verstehen, wie der Markt zum Trend Following reagiert. Wenn es positive Ergebnisse bringt, dann ist es ein Markt geeignet für Trend Following. Wenn es sehr schlechte Ergebnisse gibt, dann ist es klar, dass es am Markt ist für Counter-Trend-Ansätze. Und auf Gold kann man diese Equity-Linie, das ist ab 2008, glaube ich, sehen. Und es ist interessant zu notieren, dass hier ist alles ziemlich gut gelaufen, okay. Und dann plötzlich, ungefähr um Mitte 2016, hat es nicht mehr funktioniert. Wirklich nicht mehr. Ich meine, da gab es eine Abwärtsphase, die ziemlich deutlich negativ ist. Dann hier wieder etwas Gutes, aber schon sieht man wieder einige Probleme. Im Vergleich will ich nur noch schnell zeigen, wie diese Equity-Linie auf einem anderen Wertpapier aussieht, auf Gasoline, Benzin eigentlich, das ist einer von den besten Trendfollower, und da sieht man, wie die irgendwie immer noch zeigt, dass dieser Ansatz hier funktioniert. Okay, also das ist ein erstes Beispiel. Um zu zeigen, dass eigentlich in den letzten Jahren hat sich Gold etwas verändert in Bezug von Trend Following. Was vorher ziemlich deutlich gut funktioniert hat, hat plötzlich nicht mehr so richtig geklappt. Und das ist wichtig zu wissen. Es ist unsere erste Info. Hier auf der Cloud habe ich dann meine Systeme. Das ist das Workspace, wo ich die Edelmetalle-Systeme habe, die dann die Ergebnisse pro Tag in den Jahren printen und mit diesen TXT-Dateien baue ich dann meine Listen auf, wo ich entscheide, welche Systeme live zu stellen. Diese anderen Workspaces sind die, wo live sind. Aber uns interessiert jetzt hier habe ich erst ein Übernachtsystem, das ist das System, was wir vorher im Weltmeister-Depot benutzt hatten und man sieht, dass es hatte wohl einige Probleme in dieser Phase, die wir gezeigt haben, wo Gold nicht mehr so richtig funktioniert hat, aber dann hat es wieder angefangen richtig zu klappen. Und auch ein bisschen früher als was wir dort gesehen haben. Da sieht man, diese Abwärtsphase ist kürzer, weil in dem System natürlich gibt es andere zusätzliche Regeln, die eine Hilfe sind für die Performance. Also, über Nacht Trend Following klappte. Das hier ist eine andere Art von Trend Following das ist mehr Swing Trading und das hat auch immer noch Gewinne, obwohl weniger Gewinne in den letzten Jahren.
habe ich dann ein System, was eigentlich ein mehrere Wörter ist, ein Counter-Trend-System. Und dieses System zeigt eine gute Equity-Linie. Er hat immer noch funktioniert bis auf diesen Moment hier. Das war eine Phase, wo Gold wie verrückt gestiegen ist, glaube ich, Ende 2010 oder 2011, sowas war es. Und aber dann hat es immer funktioniert. Da kannst du sagen, Moment mal, du hast mir gesagt, vorher war Trend Following ein Trend, war Gold, sorry, ein Trend Follower. Und du hast trotzdem Erfolge mit einem Counter-Trend-System. Ja, es ist klar, dieses System hat einen Counter-Trend-Motor, aber es hat bestimmte zusätzliche Regeln, die dann entdecken, wann während des Tages diese Counter-Trend-Regeln funktionieren können. Und das scheint ziemlich stabil zu sein. Dieses andere System ist ein reines Trend-Follower, wieder immer overnight. Es gibt keine Intraday-Sachen hier. Und da kommt die Equity-Linie nicht. Moment mal, das passiert immer, wenn man. Moment, es ist da unten, glaube ich. Okay, hier kommt sie. Nicht die sauberste in der Welt, aber ist okay. Es hat wieder angefangen zu verdienen in den letzten Zeiten. Und das hier ist ein anderes Counter-Trend-System, was an Bollinger-Bands arbeitet. Und das funktioniert nicht so gut. Und das sieht man, das ist wirklich keine saubere Equity-Linie. Und in der Tat, dieses System arbeitet nicht so oft bei mir, weil meine ganze Entscheidungsplattform das System nicht in Betrieb bringt am Anfang des Monats. Aber okay, das ist die Equity-Linie. Und das Letzte, was ich zeigen will, das ist das Letzte hier, die anderen sind Platinum, Silber und Kupfer. Aber das Letzte ist das ein Bias-System, eine Saisonalität. Und das, pass auf, ist wichtig. Das ist eine echte Katastrophe. Das sieht man. Es hat geklappt bis April, März, Ende März 2018. Und dann hat es einfach nicht mehr geklappt. Und in den letzten Zeiten ist es noch schlimmer geworden. Vergiss das nicht, über dieses Thema werde ich dir noch etwas weiteres erzählen. Aber das sind also meine sechs Systeme, die ich am Moment auf Gold habe. Von diesen sechs arbeiten nur manche. Wie gesagt, die werden gewählt mit einem Programm, was ich, Titan heißt es, was ich nutze. Aber du hast gesehen, die Performance sind stabil auf einige und katastrophisch auf andere und so in der Mitte auf einige andere Loche. Das ist, was ich auf meiner Cloud Zero am Moment habe. So, also, wir haben gesehen, dass Gold nicht unbedingt so sauber aussieht, wie man normalerweise hofft mit einem Wertpapier, mindestens zum Handeln. Aber es gab zwei wichtige Sachen. Erstmal die Trendfähigkeit und die Antwort zum reinen Trendfollowing hat sich geändert. Und das bringt natürlich große Fragezeichen, was ich ab morgen machen soll mit meinen Trend-Following-Systemen, was ich beobachten muss, wo ich einfach vorsichtig sein muss. Einfach sagen, Vorsicht, weil es nicht mehr so sauber ist, wie es vorher war im Trend-Following. So, wenn dein Trend-Following-System immer noch funktioniert, einfach weil du gute Bedingungen reingeklebt hast oder einfach rein programmiert hast, okay, aber pass auf, weil die Basis ist nicht mehr so stabil wie vorher und das kann natürlich irgendwann deine Strategie kaputt machen. Aber das andere, was ich gezeigt habe, ist meine Bias-Strategie, die in der Tat komplett kaputt ist. Und das ist nicht die einzige. Ich habe auch andere, die nicht in Workspace waren und alle zeigen, dass diese Bias, diese Saisonalität, Intraday-Saisonalität auf Gold eigentlich am Moment verschwunden ist. Und das ist schon was. Und das ist wichtig auf alle Wertpapiere. Wenn es eine Bias gibt, dann muss man beobachten, ob diese plötzlich verschwindet oder ob sie sich ändert. Weil das genau bedeutet, dass dieses Wertpapier sich wirklich geändert hat. Jetzt, blödes Beispiel. Du stehst auf in der Früh, trinkst deinen Kaffee, frühstückst, dann gehst auf Toilette. Okay, gesund.
Und dann gehst du ins Büro zu arbeiten, hast auch Spaß mit deinen Kollegen. Um 11 Uhr gibt es eine Kaffeepause und dann Mittagessen. Dann hast du Zeit für einen Spaziergang. Und du spazierst wieder eine halbe Stunde. Dann bist du ins Büro. Um 17 Uhr gehst du weg und gehst mit den Freunden Bier trinken. Schönes Bier, hast ein bisschen Spaß. Nach Hause, unterhaltest dich mit deinen Kindern. Die erzählen dir, was in Schule war und so weiter. Dann Abendessen, Fernsehen und Schlafzimmer. Okay? Alles klar. Und das ist deine Routine. Und du bist total happy mit dieser Routine. Alles klappt. Und alles, was in dieser Routine passt, ist für dich okay. Du bist ein fröhlicher Mensch. Und das ist in Ordnung. Plötzlich passiert was. Und nach deinem Frühstück, nach deinem Kaffee, gehst du nicht mehr auf Toilette. Okay? Kann passieren. Aber was passiert dann? Du gehst ins Büro und du fühlst dich nicht so gut, nicht so wohl. Und beim Nicht-Wohlfühlen, auch deine Beziehungen mit deinen Kollegen sind nicht mehr so lustig wie vorher. Du hast keine Lust mehr, Spaß zu haben, weil du dich nicht wohlfühlst. Kaffeepause, 11 Uhr, komm, komm. Nee, nee, mache ich heute nicht. Keine Kaffeepause mehr. Mittagessen und doch Unglück, es regnet immer. Regnet immer, du kannst nicht mehr spazieren gehen. Kein Spaziergang, deine Verdauung wird langsamer, du hast noch weitere Magensprobleme wegen kein Spaziergang mehr und nochmal bist du nicht mehr lustig. Deine Arbeit wird schlechter und am Abend um 17 Uhr willst du auch nicht mehr mit deinen Freunden Bier trinken, weil du keine Lust mehr hast und du fühlst ganz durcheinander. Gehst nach Hause, bist nervös. Deine Kinder kommen, guck mal, ich habe das und das. Ja, die Kinder sind immer die Kinder, aber trotzdem hast du nicht die Lust, wie vorher, dich über diese Sache zu unterhalten. Dann Abendessen, Fernsehen und Schlafzimmer, wirklich zu schlafen in dem Fall. Aber deine Routine ist durcheinander. Jetzt, was in dieser Routine, in dieser neuen Routine reinkommen will, kommt nicht mehr so sauber rein wie vorher. Es ist alles eine Störung. Du musst dich mit dieser neuen Routine adaptieren. Du musst dich ändern und nichts klappt wie vorher. Mindestens für eine Weile. Vielleicht nach ein paar Monaten klappt es wieder. Vielleicht kommt die Sonne wieder, kannst du spazieren gehen. Vielleicht ist nach dem Frühstück wieder alles okay mit einer Toilettenpause und so weiter. Aber das ist natürlich ein blödes Beispiel und ich will niemandem das empfehlen, das zu testen. Aber ich will nur sagen, wenn eine Routine, die eine Standardroutine ist, plötzlich sich ändert, dann ändern sich auch mehrere andere Sachen. Und die Leute, die Kollegen, deine Familie und so weiter, die vorher ein Mensch kennengelernt hatten, jetzt finden aus, dass dieser Mensch nicht mehr so genau so ist wie vorher. Er ist nervöser, er ist nicht mehr so lustig. Und so ist es auch bei einem Markt. Ein Markt ist eine Summe von Teilnehmern. Wenn alle Teilnehmer sich anders bewegen, dann passiert auch etwas beim Markt. Und was vorher geklappt hat, Kaffeepause, komm zum Bier trinken, das klappt plötzlich nicht mehr. Und weil etwas im Markt nicht mehr klappt, wird es für uns teuer, weil wir Geld verlieren. Das ist für alle Märkte wichtig. In Gold ist es passiert. In Gold ist es in den letzten 2 Jahren ungefähr schwierig geworden. Weil ab Anfang 2018 hat Gold sich in Tiefe geändert und wir müssen jetzt aufpassen, was man da machen kann, weil es nicht mehr so einfach ist wie vorher. Einfach bedeutet, es funktioniert nicht mehr genauso gut, was vorher gut funktioniert hat. Was vorher funktioniert hat, war vielleicht eine längere Arbeit, das zu entwickeln, aber es hat funktioniert. Jetzt muss man etwas Neues entdecken oder muss man warten, um zu sehen, ob die Situation wieder so stabil wird wie vorher oder ob wir wirklich etwas anders suchen müssen. Aber wie gesagt, man muss aufpassen. Einige Sachen funktionieren schon noch, das gesehen, einige Equity-Linien sind noch gut, aber Gold hat sich in seiner Identität jetzt geändert. Dann muss man aufpassen. Das war's. Hat es dir interessiert? Abonniere beim Kanal, dann weißt du sofort, ob es neue Infos gibt, ob es neue Videos gibt. Und nach dem Abo zum Kanal, was in jedem Fall wichtig ist,
kannst du auch mein E-Book Erfolgreich Traden so geht runterladen. Das ist gratis, findest du hier bei der tradingweltmeister.de Webseite. Es ist total gratis und da kannst du ein bisschen lesen, wie es bei mir aussah am Anfang, wenn ich noch nicht alle diese Strategien entwickelt hatte, die heute. Ciao, bis nächste Woche, hoffentlich gesünder. Ciao von Andrea Ober.